willkommen zur Pressekonferenz vor dem 5. Spieltag. Morgen Abend zu Gast die Mannschaft von KSV Hessen-Kassel. Üblich zunächst die Einschätzung unseres Trainers Tobias Kramer und dann die Fragen der Presse. Bitte schön. Ja, hallo zusammen. Es geht erstmal darum, eine kurze Info zu geben bezüglich der Kadersituation. Also definitiv ausfallen wird der Tim Schmidt. Hat sich in Homburg leider zwei Muskelfasern gerissen, ist am Mittwoch bzw. am Dienstag schon diagnostiziert worden. Ist natürlich jetzt auch ein bisschen ärgerlich, weil schon auch, ja, ich sag mal, der Ali und auch der Tim sich in der Innenverteidigung schon etabliert hatten. Aber nichtsdestotrotz müssen wir damit umgehen. Ansonsten sind alle im Training gewesen. Gestern war es ein bisschen problematisch bei Paul Majella. Er hatte einen Schlag abbekommen gestern beim Training. Ist aber nichts Weltbewegendes, ist nur eine Prellung. Deswegen ist er auch mit dabei morgen. Und ja, dann schauen wir, wie sich das dann gestaltet gegen den KSV Hessen-Kassel, den wir sicherlich nicht über die jetzige Platzierung analysiert haben, sondern eben auch über das Abschneiden der letzten Saison. Das muss der Anspruch sein, dass wir dann auch hochkonzentriert gegen den KSV arbeiten, weil die Mannschaft sehr, sehr robust, sehr, sehr fit, gerade jetzt auch gegen Freiberg auf dem Platz agiert hat, und das wird kein Selbstläufer.